Hallo meine Lieben, heute mal ein bisschen was Aufwendigeres, eine Kohlroulade. Dafür brauchen wir Pfeffer, den ganzen Weißkohl, Hackfleisch gemischt, Speck, Tomatenmark, Senf, Zwiebel, Butter, Salz, Eier, einen Küchengarn, Kümmel, eine Zwiebel, Stärke, Rinderfond, Petersilie, eine alte Semmel in Wasser eingeweicht und Kartoffeln. Als erstes müssen wir die Blätter vom Weißkohl lösen. Das geht, ehrlich gesagt, wenn der Weißkohl so im Ganzen ist, relativ schwierig. Deswegen hier mein kleiner Tipp. Ihr schneidet den Strunk raus, das habe ich schon mal eben gemacht mit einem kleinen Messerchen. Und dann nehmt ihr eine Fleischgabel und ihr steckt die Fleischgabel hier in den Strunk rein und haut zweimal drauf. Warum? Wir geben jetzt den ganzen Kohlkopf, so wie er ist, hinten in das gesalzene Wasser. Habe ich da hinten schon mal eben vorbereitet, das kocht auch schon. Ne? Und jetzt gebe ich den ganzen Kohlkopf da rein. Und lasse die Gabel da einfach drinnen. Ne? So, jetzt seht ihr ganz schön, ich habe auch ein bisschen zu kleinen Topf. Ich habe leider keinen so einen ganz großen Topf gehabt. Jetzt kann ich das nämlich eben noch so ein bisschen drehen hier. Und ihr werdet gleich sehen, sobald sich die Blätter lösen, nehme ich die Blätter einzeln raus, gebe mir die in das kalte Wasser, was ich hier nebendran aufgestellt habe. Kaltes Wasser ist immer auch dafür da, dass die Farbe der Blätter gut erhalten bleibt, ja? Weil da ist Chlorophyll drin, dieser Pflanzenfarbstoff. Und wenn ihr das nach dem Kochen ins eiskalte Wasser gibt, gilt übrigens für jedes grüne Gemüse, egal ob Bohnen oder Zucchini oder was auch immer, dann bleiben die Farben schön erhalten. Und dann könnt ihr das jetzt einfach so drehen und dann immer, wenn sich so die Blätter hier lösen, schaut mal, jetzt wenn man da so ein bisschen... Die ersten kommen schon langsam. Ein bisschen müssen wir sie schon kochen lassen, weil die müssen natürlich auch weich werden. Ja? Damit wir die dann nachher schön um die Kohlroulade schmiegen können, müssen sie kurz kochen, nicht zu roh lassen. Ja? Und dann gehen wir her und geben immer, wenn die Blätter dann so abgehen, geben wir die einfach hier in das kalte Wasser rüber. Ja? Weil so ein Kohl ist ja sehr, sehr kompakt. Ja? Und wenn ihr jetzt natürlich den ganz durchkocht, dann sind die Blätter außen deutlich mehr verkocht wie die innen drinnen, weil das Wasser nicht hinkommen kann. Und wenn wir das eben mit dieser Technik hier machen, dann sind die Blätter immer überall gleich weit gegart und dann haben wir am Schluss ein optimales Ergebnis. Ja? Und ihr seht jetzt schon, ich drehe das dann immer noch so ein bisschen so und dann können wir da ganz einfach diese Blätter abnehmen. Ja? Ihr seht ja, das geht dann sehr gut. Weil sonst habt ihr da fast keine Chance. Es gibt manchmal, als kleinen Tipp, im Supermarkt einen sogenannten Urkohl. Der ist nicht rund, sondern der ist so ein bisschen flach gedrückter und etwas lockerer. Der eignet sich sogar tatsächlich fast besser für die Kohlrouladen, weil man da die Blätter auch schon vorher abmachen kann, weil der nicht so fest ist. Den habe ich aber leider jetzt nicht bekommen, deswegen nehme ich jetzt den originalen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja? Ich bin gleich wieder bei euch. Ich mache jetzt einfach mal so 10, 12 Blätter runter und dann komme ich gleich. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das funktioniert, aber das ist, wie gesagt, sehr langwierig. Jetzt habe ich die Blätter blanchiert und abgekühlt. Ihr seht es hier, die sind im kalten Wasser. Der restliche Kohl, das Innere von dem Kohl, das könnt ihr zum Beispiel wunderbar noch verwenden für ein Bayerischkraut oder ein ähnliches Kohlgericht. Also ja, nicht wegtun, gell? Und jetzt machen wir gleich die Füllung. Dafür habe ich jetzt hier ein gemischtes Hackfleisch. Ihr könnt auch nur Rinderhack nehmen oder nur Schweinehack, was auch immer ihr möchtet. Ich gebe immer noch ganz gerne ein bisschen Senf rein, einfach aus geschmacklichen Gründen. Das mag ich ganz gerne. Gehört, glaube ich, klassisch nicht rein, aber ich mache es trotzdem. So, dann kommt rein ein bisschen Pfeffer, gute Prise. Etwas Salz. Kleine Prise Kümmel. Auch da nicht zu viel. Dann geben wir rein zwei kleine Eier. Na, Schale. Dann als nächstes das Brot. Das ist eine Semmel vom Vortag oder ein Brötchen vom Vortag. Das wringen wir jetzt sehr gut aus, ja, dass das ganze Wasser rausgeht. Also das Ganze wird nicht rausgehen, aber so viel ihr rausbekommt. Das gibt nämlich der ganzen Geschichte eine sehr schöne Lockerheit. Ja? Das muss auf jeden Fall rein, sonst wird das Fleisch sehr kompakt und die ganze Masse wird sehr, sehr fest. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also richtig schön und gut ausdrücken. Ja.
Stückchen. Wir wollen natürlich nicht das ganze Wasser in der Masse drin haben, ja, sonst wird uns die Masse viel zu flüssig und die Kohlroulade hält uns nicht mehr so gut. So. Und jetzt einfach das hier mit den Händen natürlich gut waschen. Warte, ich schneide mir noch ein bisschen Petersilie für die Masse. Einfach jetzt hier gerade mal so ein bisschen runter. Da brauche ich nachher auch noch ein bisschen was für die Petersilienkartoffeln, die ich dazu machen will. Aber jetzt erstmal für die Masse so ein bisschen. Die hat jetzt sehr feine Stiele, das muss man gar nicht so genau zupfen. Ja. Könnt ihr, wenn ihr wollt, aber die Stiele schmecken ja auch lecker. Deswegen, ihr seht ja hier in der gehackten, dass da gar nicht so viel drin ist. Jetzt einmal grob drüber hacken, wie immer bei der Petersilie nicht zu fein, damit ihr noch ein bisschen Geschmack von den ätherischen Ölen habt. Jetzt hier reingeben. Ich habe mir selbstverständlich die Hände gut gewaschen, gell? Nicht vergessen. Immer, wenn ihr in der Küche anfangt zu arbeiten, die Hände waschen. Und jetzt geben wir hier her und vermischen das richtig gut. Ihr müsst es auch so richtig reinkneten, ja, dass diese Semmel oder das Brötchen sich gut in dieser Masse verteilen können. Ja, so. Und das müsst ihr jetzt schon so lange kneten, bis ihr von der Semmel nichts mehr seht. Ja? Also bis das wirklich eine kompakte Masse geworden ist. Da muss man immer schon so ein bisschen, seht ihr, dauert etwas. Und jetzt kommt was, was ein bisschen komisch klingt. Aber wenn ihr was kocht, was in eine Roulade reinkommt, dann muss das Zeug schmecken. Also probiert das Fleisch mal. Ja? Probiert ein kleines Stückchen und wenn ihr dann feststellt, oh, da fehlt noch ein bisschen Salz, wie bei mir jetzt, dann gebt ihr in dem Fall einfach noch ein bisschen Salz rein, ne? Und mengt damit durch. Keine Angst, wenn ihr ein Tartar esst, esst ihr auch ein rohes Fleisch. Ja? Also, nur wenn ihr nicht probiert und es ist zu fad im Geschmack, dann kriegt ihr den Geschmack halt nachher in die Roulade nicht mehr rein und das wäre sehr schade. Ja? So, sieht die Masse gut aus, nichts verschwenden, wie immer. Jetzt schneide ich gleich noch die Zwiebel für die Soße. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch noch klein gehackte Zwiebel ein bisschen anschwitzen und mit in die Masse reingeben. Das schmeckt auch super, aber ich tue jetzt die eben gleich in die Soße mit rein. Das ist derselbe Effekt. Ja? Wir wollen nur ein bisschen Zwiebelgeschmack dabei haben. Und die schneide ich jetzt ungefähr so groß, die Zwiebel, wie den Speck. Ja? Weil ich will das dann nachher nicht rauspassieren, sondern ich will, dass das beides drin bleibt in der Soße. Ich will so eine Speck-Zwiebelsoße haben danach. Und deswegen schneide ich die jetzt auch akkurat. Ja, richtig schön runterschneiden in Würfelchen. Zack, Strunk weg. Strunk schmeckt immer so ein bisschen holzig. Einmal quer einschneiden und dann runter. Schauen wir mal, ob das hier noch mit reinpasst. Einfach oben drauf. Jetzt habe ich die Blätter abgeschüttet hier, ja. Und es ist nicht so gut, wenn die Blätter noch sehr, sehr nass sind, weil dann die Roulade A nicht so gut hält und B, weil das natürlich unsere Füllung verwässert. Deswegen gehen wir jetzt her, nehmen die Blätter, schneiden hinten so ein Stückchen ab, hier, ja. Und dann schneide ich immer ganz gern hier so ein bisschen den Strunk ein, einfach weil sie sich dann etwas besser rollen lässt nachher. Und jetzt hergehen, auf dem Küchentuch, einmal trocken tupfen und dann hier hinlegen. Ja, und dann können wir die dann nachher schön füllen. Und wenn die Blätter jetzt ein bisschen zu klein sind, ja, dann nehmt ihr von den kleineren Innenblättern noch einfach ein halbes weg, zum Beispiel, ja, und legt es hier noch unten drunter oder so ein Stückchen, ja, je nachdem, so was halt hier noch hin muss. Ich mache das jetzt mal schnell fertig, spule euch das dann im Video vor, dann müsst ihr euch das nicht alles einzeln anschauen. Und jetzt gehe ich her und mache überall so ein bisschen was rein. Ja. Ich habe übrigens da hinten noch ein paar Blätter übrig. Da werde ich dann nachher noch die restlichen Rouladen mit füllen. Ich will euch jetzt noch nicht so lange auf die Folter spannen. Und jetzt überall so ein bisschen von unserer Fleischmasse rein.
Okay, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß ihr sie machen wollt, natürlich. Ja. Das hebe ich mir noch auf. Und jetzt gehen wir her und verschließen die Rouladen. Dazu bringen wir sie erst immer ein bisschen in Form, ja, und klappen sie dann an den Rändern ein. Seht ihr hier ganz gut vielleicht? Und dann rollen wir sie jetzt so einmal rum. Zack. Und dann lassen wir sie einfach so liegen. Ja. Ich möchte lieber kleinere Rouladen haben, weil ich dann lieber schön zwei auf den Teller geben kann. Das sieht einfach ein bisschen netter aus als ein so ein Riesenplatschari. Und jetzt machen wir hier wieder ein bisschen in Form bringen. Umklappen und einrollen. Ihr seht ja, das, da reicht auch bei den kleineren, das ist auch noch ein großer Vorteil, reicht auch eben ein Blatt und da müsst ihr nichts anstückeln. Und dieses Stückeln, das ist halt nachher beim Anbraten auch immer ein bisschen schwieriger, ja, dann da richtig anzubraten, weil schön ist natürlich, wenn das alles mit diesem einen Blatt umhüllt ist. Das seht ihr jetzt hier ganz gut, dass die ganz schön werden. Hier brauche ich noch ein bisschen. In Form bringen, einklappen, einrollen, fertig. Und so müssen Rouladen aussehen, ja, schön länglich. Und jetzt gehe ich immer noch ganz gerne her und binde diese Jungs, damit sie uns einfach nachher nicht auseinanderfallen können. Dafür lege ich die einfach hier auf so eine Schnur drauf, ja, mache einmal hier einen Doppelknoten rein am Anfang. Ja, so. Tut den Finger auf die lange Schnur drauf, ja, also hier so rein. Und dann fahrt ihr einfach drunter, geht hier einmal vor und noch einmal. Und das war es auch schon, ja? Das reicht schon. Und dann bindet ihr hier nochmal einen Doppelknoten drumherum. So und so. Schneidet das Überflüssige ab. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit einer anderen Technik machen. Es geht nur darum, dass sie schön zusammenhalten. Ja? Ich mache das schnell, wieder schnell, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich habe jetzt hinten schon mal die Pfanne und den Topf angeheizt. Natürlich könnt ihr die Rouladen auch im Topf anbraten. Ich verwende die Pfanne jetzt nur deswegen, damit ihr es besser seht, ja? Weil in dem Topf, da kann ich sehr schlecht reinfilmen. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich sie kurz hier anbrate, dann seht ihr den Anbratvorgang besser und dann tue ich sie rüber in den Topf. Ja? Aber da kann man sich natürlich auch einen Teil sparen. Dann gebe ich hier ein bisschen Öl rein und da auch schon in den Topf ein bisschen rein, ja? Und gebe mir in den Topf die Zwiebel-Speckmischung rein. Lass die hier schon mal drin ein bisschen anschwitzen. Nebenher lege ich dann die Rouladen rein. Schauen wir mal, ob die alle in meine Pfanne passen. Könnte knapp werden. Ja. Kleiner hätte sie nicht mehr sein dürfen, die Pfanne, wie ihr seht. Kann ich hier gleich mal das bisschen anschwitzen. Wenn ihr jetzt keinen Fond zu Hause habt, ja, keinen schönen Rinderfond, dann könnt ihr einfach ein bisschen Röstgemüse anschwitzen, Karotte, Lauch, Sellerie und dann mit einer Gemüsebrühe ablöschen mit Tomatenmark. Das funktioniert genauso. Ich nehme halt jetzt eine Brühe her, deswegen lasse ich das Wurzelgemüse weg, weil das habe ich schon in meiner Brühe drin. Das ist sonst doppelt gemoppelt, ja. Dann, wenn es jetzt hier so ein bisschen angeschwitzt ist, ein bisschen dauert es noch, genau, wenn die Zwiebeln leicht braun sind, dann geben wir das Tomatenmark drauf. Tomatenmark, wisst ihr ja, hat sehr viel Säure, also einmal kurz abschwitzen, ja, mitbraten lassen, damit dieser unangenehme Geschmack rausgeht. Also schön mitrösten. Und wirklich jetzt Tomatenmark, bevor ihr ablöscht, ein bisschen braten lassen. 2-3 Minuten, bis die Rouladen fertig sind. Die können wir jetzt mal ein bisschen drehen.
Die dürfen ruhig goldbraun gebraten sein, weil das ist das, was an der Kohlroulade den geilen Geschmack gibt. Ja, wenn ihr das duftet einfach Wahnsinn. Ich mag das total gerne. Und es schmeckt dann eben so leicht, hat richtig schöne Röstaromen. Also ruhig ein bisschen braten lassen, nicht zu früh drehen. Okay, jetzt hat das Tomatenmark auch schon schön angeröstet. Jetzt geben wir die Brühe dazu. Erstmal ein bisschen, um die Röststoffe vom Boden zu lösen. Der Marc kann auch noch einen Schluck Rotwein dazugeben. Mal jetzt auch noch, ich habe hier gerade noch einen offen. Kleines Schüsschen, aber nur nicht zu viel. Und dann geben wir den restlichen Fond drauf. Ruhig alles. Dann können wir die Rouladen noch weiter drehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas zu Hause habt. Ein Bräter mit Deckel zum Beispiel könnt ihr auch wunderbar verwenden. Ja? Im Bräter anbraten, dann die Rouladen rausgeben, den Speck und die Soße fertig machen, die Rouladen wieder einlegen, Deckel drauf, bei 160 Grad 45 Minuten ins Rohr. Das funktioniert genauso gut wie im Topf. Ich mache es heute mal auf dem Topf fertig, ja, dass ihr das auch seht, wenn ihr kein Rohr zu Hause habt. Ja, mache ich deswegen mal heute alles im Topf. Und jetzt seht ihr ja schon, wie schön die jetzt hier angebrutzelt sind. Richtig, richtig schöne Farbe haben sie. Und jetzt gehen wir her. Ich stelle es mal darüber, dass ihr das ein bisschen besser seht. Und legen die Rouladen, so wie sie sind, hier in die Soße ein. Ja. Auch da muss ich dicht an dicht gehen, weil mein Topf eben leider auch sehr klein ist. Aber müsste eigentlich genau reinpassen. So, wunderbar. Auf den Millimeter. Und jetzt tun wir einen Deckel drauf. Schalten nochmal an. Und das lassen wir jetzt bei kleiner Hitze circa 45 bis 50 Minuten garen. Und nach 20 Minuten der Garzeit stellen wir unsere Kartoffelchen hier auf. Die brauchen ungefähr 25 bis 30 Minuten. Wir wollen natürlich, dass beides gleichzeitig fertig ist. Deswegen machen wir noch nicht beides gleich zusammen, weil sonst die Kartoffeln zu weit sind. Also in 20 Minuten zeige ich euch auch dann die Kartoffeln dazu auf dem Herd stellen. Und dann ist alles gleichzeitig fertig. Bis gleich. Jetzt brauchen die Rouladen noch ungefähr 25 Minuten. Jetzt stelle ich schnell die Kartoffeln dazu auf, wie vorher gesagt, dass beides gleichzeitig fertig ist. Jetzt brauchen ungefähr die Kartoffeln noch 10 Minuten. Jetzt können wir schon mal anfangen, die Kohlrouladen rauszunehmen und die Soße zu vollenden. Ja? Dafür habe ich mir so ein Blech hinten hingestellt. Und da gebe ich jetzt die Rouladen drauf. Man sagt dazu in der Fachsprache auch ausstechen, warum auch immer. Kann ich euch nicht sagen, aber es ist so. So, wunderbar. Die sehen sehr toll aus, finde ich. Fühlen sich auch super an. Sind auch fertig. Und jetzt seht ihr schon, das hat ja wahnsinnig viel nach wahnsinnig viel Soße ausgesehen, aber es ist eigentlich genau perfekt von der Menge her. Und jetzt nehme ich noch einen Schluck von meinem guten Rotwein und habe hier Maisstärke, Kartoffelstärke, was ihr wollt. Ich habe jetzt Kartoffelstärke und gebe hier so ein Schlückchen drauf. Ja. Und dann gehe ich einfach immer ganz gerne mit dem Finger da rein und verrühre das mit dem Finger. Das ist deswegen am besten, weil ich dann spüre, ob noch so kleine Klümpchen drin sind. Ja. Wenn ihr das könnt ihr auch mit dem Löffel machen, aber da hat man ein bisschen mehr Gefühl. Und wir wollen natürlich keine Klümpchen nachher in der Soße haben. Ich bin ja ein Freund, wie ihr vielleicht schon wisst, von nicht so ganz stark gebundenen Soßen. Ja? Also es soll nicht zu geleckt werden, deswegen geben wir nur ganz wenig dazu. Und jetzt einfach hier in die kochende Brühe einrühren.
und Vorsicht mit der Stärke. Ja, nach und nach einrühren, das ist ganz wichtig, weil wenn ihr verdünnen könnt ihr die Soße ganz schwer, außer ihr habt noch einen guten Rinderfond da, ja. Aber wir wollen ja jetzt wirklich die richtige Konsistenz erwischen, also immer ein Tröpfchen rein, wieder einmal aufkochen lassen, weil diese Stärke bindet erst, wenn die Soße aufkocht. Ja, also erst bei 100 Grad fängt die an zu binden und wenn ihr dann am Anfang schon ein bisschen zu viel reinmacht, dann könnt ihr danach nicht mehr reagieren. Ne? Also nach und nach. So, mir reicht es jetzt schon an Bindung. Jetzt, einer der wichtigsten Teile ist natürlich die Soße zu probieren, ob sie auch richtig gut schmeckt. Wir brauchen gar nichts mehr. Schmeckt hervorragend. Es könnte noch ein bisschen Säure, könnten wir noch reingeben, ja? Da, das ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn sowas fehlt, einfach ein ganz paar kleine Tropfen Balsamico-Essig reingeben, ja? Nicht zu viel, weil der schmeckt natürlich sehr stark raus. Also wirklich nur so zack, ein kleines Tröpfchen. Das ist fast nicht merklich in der Soße dann am Schluss. Und gibt euch aber noch so ein bisschen eine feine, schöne Säure. Oh, ganz schön heiß. Und jetzt können wir schon mal die Schnüre wegschneiden. Ja, hier, dass wir das nachher nicht mehr machen müssen, wenn die Kartoffeln dann fertig sind, dass wir gleich anrichten können. Und jetzt lege ich die einfach zurück in die Soße, bis die Kartoffeln fertig sind. Einfach mal mit den Händen. Ist ja nur für uns. Okay. Jetzt sind die Kartoffeln fertig. Die schütte ich gleich mal ab. Ganz kurz ausdampfen lassen, dass die Feuchtigkeit weggeht. Dann gebe ich mir schon mal die Butter hier in den Topf rein. Jetzt die Petersilie gleich schneiden. Mache ich hier gleich mal an der Ecke für die Kartoffelchen und auch noch ein bisschen als Dekoration dann übers Gericht drüber. Da schneide ich ja immer nur so ein bisschen runter, damit noch ein bisschen was von den ätherischen Ölen auch drin bleibt. Nicht zu fein hacken. Einmal noch grob drüber. Und jetzt einfach die Kartoffeln wieder zurück zur Butter geben, wenn sie ein bisschen abgetropft sind. Dann eine Prise Salz dran und eine Prise Pfeffer hier oben. Jetzt einfach so ein bisschen Petersilie hier drüber geben. Noch einen Ticken. Und das muss jetzt gar nicht mehr braten oder so, ja, das sollen ja Petersilienkartoffelchen sein, die dürfen auch einfach so in der Butter sein, wunderbar. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptdarsteller, der Roulade. Da nehme ich mir jetzt hier zwei schöne für den Marco raus. Eins. Zwei und eine schneide ich jetzt mal noch auf, damit ihr auch da reinsehen könnt. Ja, dann nehmen wir mal die hier. Oh, heiß, vorsichtig. Oh, wunderbar gegart. Ja, seht ihr ganz schön. Immer noch schön saftig. Und dann hier eine drauf und die zwei halben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier noch so ein bisschen anschneiden. Ja, und könnt die zweite so hinstellen. Sieht auch immer ganz schnieke aus. Und jetzt geben wir hier je nach Hunger zwei bis drei Kartoffelchen drauf. Ja. Noch mal drei, weil ungerade Zahlen immer schöner aussehen. So. Wunderbar. So, schön angerichtet. Und jetzt geben wir uns hier nur noch ein bisschen von der leckeren Soße drauf. So, richtig schön
Bisschen Speckwürfelchen natürlich auch. Ich stehe da ja total drauf, wenn ein bisschen Speck mit drin ist. So, jetzt habe ich natürlich gesaut, wie immer, wenn man aus so einem großen Topf anrichtet. Das noch schnell ein bisschen schön, weil das Auge isst ja auch mit bekanntlich. Und jetzt noch ein bisschen Petersilie außen um den Tellerrand herum, damit es schön ausschaut. Und dann können wir es uns schon schmecken lassen. Ein kleines Stückchen nur. Ich schneide jetzt extra nur ein kleines Stückchen ab. Ich muss euch ja gleich noch ein schönes Foto machen. So. Schmeckt richtig köstlich. Probiert es aus. Es wird euch schmecken, ich verspreche es euch. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Like da und abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Und gerne auch einen guten Kommentar. Das hilft für den Algorithmus. Dann gibt es mehr Videos von uns. Je mehr ihr uns pusht, desto mehr Videos gibt es. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben. Servus.